Tag Leute, willkommen zur dritten Folge von Be a Pro. Das letzte Spiel der Gruppenphase und ein Sieg ist Pflicht. Ich denke mal, so kann man es ausdrücken, denn wir sind momentan auf Platz 3. Ruinoranda ist auf Platz 4, also ein Sieg ist auf jeden Fall Pflicht, wenn wir hier ins Halbfinale direkt einziehen wollen. Ich denke mal, das Finale kommt nicht mehr in Frage und daher müssen wir jetzt aufs Halbfinale zusteuern. Und ansonsten geht's direkt übers Viertelfinale gegen die Huskies dann weiter. Aber das wollen wir doch wohl umgehen und die Brandwee Kings da reinschicken. Schade. Wäre doch schon schön, ne? Aber dann müssen wir heute auf jeden Fall hier die 2 Punkte mitnehmen gegen die Huskies und deswegen arbeiten wir jetzt mal darauf hin. Nicht? So kann man das doch sagen. Jetzt vielleicht. Schade. Leider nicht mal der Schuss aufs Tor. Wäre ja auch zu schön gewesen. Vier Minuten sind gespielt. Also man kann schon sagen, dass wir irgendwie momentan das Spiel hier anführen. Schon nach so ein paar Minütchen. Aber ich hätte trotzdem jetzt mal ein bisschen früher ein Tor gerne als gegen Brandon. Denn das war schon sehr, sehr spät, ne? Also ein bisschen früher macht mir auch nichts aus, bin ich ganz ehrlich. Pass. Gute Passverteilung. Puckverteilung. Gute Defensive. Pass. Alles klar. Hat er sonst noch irgendwelche Empfehlungen oder sowas? Ausholen für Schlagschuss, Backchecking und Bodycheck. Okay. Oh, jetzt gibt's eine Zeitstrafe. Gegen North Bay. Und das ist wirklich nicht gut. Also ist zumindest nicht effektiv unseren Weg in Richtung. Ja gut, das war auch ein bisschen übertrieben, ne? Bruce, wie sieht's aus? Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen oder möchtest du so gehen? Ich denke mal, er hat nichts zu seiner Verteidigung zu sagen, denn da kann man nichts sagen. Oh, jetzt! Jetzt! Drin ist er! Drin! 1:0! Unterzahltor! Das zweite Tor in diesem Turnier. Nach dem Siegtor gegen die Brandon Wheat Kings. Eiskalt diesen Konter ausgenutzt. Selber gespielt und selber reingemacht. So macht man das. So läuft das heutzutage. Also. Das. Number 23. Unseren Namen kennt er nicht. Collins, mein Freund, Collins. So, so ruft man uns zumindest hier. Nein, man ruft uns nicht so. Man ruft uns, ich weiß gar nicht wie. Reimer, ne? Reimer. Reimer! Und Reimer gibt einen Assist. 2:0. Läuft ja viel besser als gegen die Brandon Wheat Kings, ey. Richtig gut. Jetzt ein Assist für Brad McKenzie. Ein zweites Tor in Unterzahl. Da stand der aber auch frei, ey. Meine Güte. Mir laufen 3 hinterher und der steht komplett frei. Irgendwie haben die Ruinoranda Huskies es nicht so ganz drauf, ne? Wie verdammt nochmal kommen die hier in den Memorial Cup, in die Endrunde? Na gut, die QMJHL ist jetzt auch nicht die allerbeste Liga, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ich meine, im Gegensatz zur OHL und WHL hat die nicht so viel zu bieten, ne? Ist schon eher so die schlechteste der 3 Ligen. Hey, hey, hey. Deswegen ist ein Meister aus der QMJHL, glaube ich, auch die Ausnahme. Jetzt aber! Also ein Memorial Cup-Sieger, ne? Ein Meister gibt es ja jedes Jahr aus der QMJHL, ist klar. Würde ja sonst irgendwie keinen Sinn machen. Darf ich jetzt raus? Nicht raus, okay, ist auch okay. Dann bleibe ich hier noch und kassiere noch mit dem Tor. Oder wir können es auch einfach lassen mit dem Tor kassieren. Wir können auch einfach noch ein Tor schießen. Wer ist damit?
Ja, ich gehe lieber raus, bevor ich hier eine Zeitstrafe kriege wegen Beinstellen. B plus, C plus, C plus. Geht doch. So einfach ist es. Meine Güte. Warum bin ich hier nicht direkt drauf gekommen? Und Amadio kommt nicht raus. Hallo, mein Freund. Reinwechsel. Das bedeutet, du fährst zur Bank, gehst raus und ein anderer Spieler kommt für dich rein. Sehr schön gemacht. Brav, Amadio. Kieslinger, wer ist denn das? Hört sich an wie der Fußballspieler Stefan Kiesling. Aber 2-0 ist schon gut. Hat jetzt das neue Scharfschütze. Als Scharfschütze solltest du vor allem Tore schießen. Ach was. Mein Feedback konzentriert sich daher auf deine Schusstechnik und andere Offensivfähigkeiten. Aha. Oh, und jetzt haben wir ein Powerplay. Ich hoffe, ich komme drauf. Er hat nichts Neues, der Trainer. Ich hoffe, ich komme drauf im Powerplay. Tja. Philipp Meyers. Aber ich darf nicht spielen. Na super. In Unterzahl schießen ein Tor und im Powerplay dürfen wir nicht rauf. Wahrscheinlich trifft jetzt Rui Norenda. Ah, Leute, macht sowas doch nicht. Aber wir haben den Puck wieder unter Kontrolle. Amadio darf spielen, aber ich nicht, ne? Ist klar. Hm? Läuft. Gefällt mir so. So mag ich das, Trainer. So mag ich das. Und das erste Drittel ist gleich rum. Also, ich hoffe, wir dürfen im zweiten Drittel direkt von Anfang an spielen. Auch wenn wir in Unterzahl sind. Im Powerplay sind wir. Ja, wir dürfen spielen. Sehr schön. Ganz viele mit den Trikots. Und wir sind auf Eis. Zusammen mit Dinin habe ich gesehen. Wood ist in der Verteidigung. Wer sich sonst da noch rumtümmelt, weiß ich nicht. Gerade. Ah, wir sind ein Powerplay. Ich habe ja gar kein Gegenspiel. Ah, doch, ich habe ja einen Gegenspieler, aber der rückt nach vorne. Weil es ja keinen Linksaußen oder Rechtsaußen mehr gibt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch immer wieder unterschiedlich. Aber jetzt gibt es wieder eine normale Aufstellung. Und jetzt gibt es auch wieder einen normalen Angriff für unsere Wenigkeit. Marchand. Seine Pads passen nicht zum Trikot. Warum hat der gelbe Pads? In dem Logo und in dem Trikot kommt kein bisschen gelb vor. Warum? Das verstehe ich nicht. Meier. Kommt aus Deutschland. Meier, Meier, Meier. Meier, Müller. Müller, Meier, Schulze. Sowas, ne? Ich glaube schon. Buja. Buja. Meier. Fontaine. Bitte macht kein Tor. McKenzie. Verity, dankeschön. Verity saß in der letzten Folge auf unserem Schoß. Wer das noch einmal sehen möchte, in die letzte Folge, ich glaube, es war gegen Minute 6 oder so. Ungefähr so. Oh, wir dürfen wieder drauf. Wie genial. Und wer ist das mit dem A auf dem Trikot? Ist das das Arschloch? Naja, ich weiß nicht. Also meine Reihenkollegen sind ja nicht gerade die genialsten. Und einer von den beiden wird es wohl sein. Jetzt die Möglichkeit aufs zweite Tor. Am heutigen Abend für uns. Aber es bleibt uns verwehrt. Sagen wir es noch. Noch. Es kann ja alles noch kommen. Jetzt vielleicht. Zum Beispiel. Und jetzt ist es. Und jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den. Jetzt schmeiße ich mich auf den Boden. Zweites Tor heute Abend. Drittes Tor im Turnier. Und das 3:0 heute. Und das 3:0 am heutigen Tag. Beziehungsweise Abend. So, und jetzt bietet sich natürlich die Möglichkeit, hier einen Hattrick in Angriff zu nehmen, ne? Ist klar. Also, ich denke, das werden wir auch tun. Nächste Ziel ist jetzt Tor Nummer 3. Aber mit 2 Toren und einem Assist sind wir auf jeden Fall schon gut aufgestellt im heutigen Spiel. Und ich denke, damit haben wir gute Chancen auf den Spieler des Spiels. Was? Santos! Zweiter Assist. Wer sagt's? 4-0.
Wir ziehen die Rönoränder Huskies aber mal so richtig ab. Und ich denke mal, damit hat Brandon keine Chance, irgendwie vor uns zu bleiben. Denn auch wenn die, wir werden ja jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt 2 Punkte bekommen und dann 4 Punkte haben. Und Brandon hat vor dem Spiel plus 0 Tordifferenz gehabt und wir haben minus 1 gehabt. Jetzt haben wir plus 3. Ich glaube kaum, dass der gegen die gegen Red Deer irgendwie annähernd so viel Tordifferenz dazu bekommen. Hattrick! Light him up! Lalala, light him up! Hattrick! Wir machen Party. Boah, der knapp, ey. Was ein Pech. Die Musik ist aber auch cool. Das 4. Tor im Turnier, das 3. Tor heute Abend. Und 3 Tore, 2 Assists. Das ist... Nein. So, jetzt komm. Na gut, dann geh selber. Jetzt ziehen wir nochmal drauf. Aber, ja gut, also ein 4. wäre jetzt auch sehr krass, ne? Aber den Hattrick fand ich schon geil. Da habe ich mal ein bisschen die Klappe gehalten und nichts von meiner Scheiße gelabert. Sondern einfach mal die Atmosphäre genossen. Und ich finde, das ist schon irgendwie cool gemacht. Erstmal, wie die dann da auf dem Eis alle zusammenkommen. A+, Hattrick. Beeindruckende Torausbeute heute Abend. Danke, 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 danke. Immer noch Schlagschüsse soll ich machen. Puck wegschlagen. Dadurch können wir in Unterzahl die Reihen wechseln und bleiben frisch. Ja, ja, ja. Oh, Flipdump. Mit R1. Wusste ich gar nicht. Man lernt immer wieder was dazu. Gut zu wissen. Dann wahrscheinlich ist das der, dass man den so hochhaut. Und nicht einfach nur rausschlägt, dann können die ja sehr leicht drankommen, sondern so hoch. Lupft sozusagen, lupfen. Das war das Wort, was ich... Kann man dann nicht eigentlich auch aufs Tor lupfen? Das wäre auch mal gut zu wissen. Ich meine, das wäre ein schöner Angriff, oder nicht? Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Macht man im Eishockey ja eigentlich nicht sowas? Oh. Wollte ich gerade die Tor Nummer 4 machen. Und dann macht mir der Goalie den einen Strich durch die Rechnung. Schade, schade. Santos. Aber ich glaube, jetzt hat sich unsere Draft-Position doch um einiges verbessert, oder? Ah, Abseitswarnung, nur nicht Abseits. Ich dachte gerade schon, es wäre Abseits. Aber naja. Halb so wild. Der zieht drauf, wo ist sein Verteidiger? Das wäre der links außen gewesen. Das wäre Santos gewesen. Wo warst du? Sehr schön gestört hier. Da war ich bei meinem Gegner. Und da habe ich versucht, ein bisschen hier aufs Tor zu schießen. Ist mir leider nicht gelungen. Ich hoffe nicht, dass ich meinen A-Plus irgendwie noch durch irgendeine Kacke verliere. Nein. Raus, 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 raus. Ich will einfach nur raus. Ein B sogar jetzt hier noch. Ja, hör mal einer. Nicht schlecht. Aber ich denke, damit haben wir den Halbfinaleinzug sicher und müssen nicht mehr durchs Viertelfinale durch. Das wird dann also Rönoränder gegen Brandon heißen und dann werden wir im Halbfinale mit sehr großer Sicherheit auf die Brandon Wheat Kings treffen. Denn ich denke, dass Red Deer direkt ins Finale einziehen wird und hoffentlich dort gegen uns spielen wird. Dann nehmen wir das Ganze mal in Angriff, was? Plan Viertelfinale, Finale. Nicht Viertelfinale. Viertelfinale wollen wir umgehen. Plan Finale, so. Viel ist ja auch nicht mehr zu spielen heute und das Spiel wird mit Sicherheit nicht in die Overtime gehen. Wir sind aufgerutscht hier. Platz gemacht den neuen Spielern.
Aber das wird schon so klappen mit dem zweiten Platz in der Tabelle. Wenn Red jetzt verlieren würde gegen Brandon, dann hätten wir sogar eine Chance aufs Finale, theoretisch. Also auf den ersten Platz. Oh, komm jetzt, Schiri, bitte. Ganz im Ernst. Jetzt musst du aber auch nicht hier noch schlecht machen, ne? Das 5-0. Ey, der hat ihn noch gar nicht berührt. Jetzt mal ganz ohne Witz. Stockschlag. Ey, Schiri, komm. Sauber bleiben. Sauber bleiben ist unser Ziel. Das heißt was? Will der Trainer mir nicht erklären, was sauber bleiben bedeutet. Also sauber bleiben, ich habe keine Ahnung. Sauber bleiben ist ja eigentlich nicht, sich nicht schmutzig zu machen, ne? Also, versteht ihr, ne? Bedeutet das jetzt, keine Zeitstrafen zu bekommen? Kassiert kein Tor mehr. Bitte, bitte, einfach nur, bitte. Denn die Tore könnten uns jetzt so wichtig werden, die wir hier geschossen haben. Können so wichtig werden. Ich hoffe ja, Brandon hat gegen Red Deer gewonnen, dann wäre es sogar das Finale vielleicht. Denn wir haben jetzt sehr viele Tore geschossen und unsere Tordifferenz ist ja jetzt bei 4. Oder? Ja, die ist jetzt bei 4. Plus 4. Und das könnte sogar über der von Red Deer dann liegen. Und über der von Brandon. Und dann wäre es ja Platz 1. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber wir brauchen jetzt gar nicht weiter spekulieren. Wir können uns jetzt einfach darauf konzentrieren, dieses Spiel zu genießen, zuzuschauen, auszurasten, wenn unser Team noch ein Tor kassiert. Warum steht die Nien da? Du kannst auch sitzen bleiben. Das ist wie mit... Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt haben wir nur eine Tordifferenz von 3. Julian Nantel. Ey, das... Nee. Und dann legt sich der Jack Smith den sogar noch rein. Ich glaub's kaum. Also, wir dürfen wieder drauf. Super. 5-1. Aber eine tolle... Das kann nicht euer Ernst sein jetzt. Ey, es ist nicht wahr. 5-2. Nee. Also, einfach nee. Da könnte ich ausrasten. Nee, ich hau dir jetzt nicht auf die Fresse. Also, ich hab keinen Bock, jetzt noch eine Zeitstrafe zu kassieren. Glaubt mir. Ich komme in Fokus. Mit den 3 Toren, mit dem Hattrick. Die waren alle fast Breakaways. Breakaway Goals. Die waren alle Breakaway. Nee, die waren nicht alle Breakaway Goals. Das war keins. Das dritte, das Hattrick-Tor war keins. Die Tore 1 und 2 waren Breakaway Goals. Marchand mit 10 Paraden und 5 Gegentoren. Das ist grausam. Die Save Percentage. 6-2. Das ist krass. Also, 4 Tore, Leute. Macht euch das mal klar. Das ist so krass viel. Oh mein Gott. 5 Tore jetzt im letzten Spiel haben wir ein Tor geschossen. Nach Overtime. Jetzt schießen wir 6 Tore nach der regulären Spielzeit. 6 und 4 davon von mir. Und die anderen beiden habe ich vorbereitet. Das ist falsch. 0,8 Sekunden sind es noch, also Spiel ist jetzt vorbei. Und jetzt sind wir gespannt, auf welchem Platz wir jetzt am Ende liegen. Plus 3 ist unsere Tordifferenz letztendlich. Doch nicht plus 4, nur plus 3, aber naja. Jack Smith wollte doch noch ein paar Tore kassieren. Muss er machen, muss er machen. Wenn er das unbedingt... Das Tor, ey.
Wie kann der den sich noch reinlegen? Ich verstehe es nicht. B- daher nur Verteidigung, weil wir eins noch mit ansehen mussten, ein Tor. A insgesamt, das ist voll okay, also. Wirklich. A ist voll okay. Schön nochmal ein bisschen Plus hier überall. Sehr schön. Und jetzt bin ich auf die Tabelle gespannt. Spieler des Spiels sind wir natürlich, ist klar. Also, das war zu erwarten. Mit 4 Toren und 2 Assists bei 6 Toren. Alleine schon bei 4 Toren. Aber ist auch relativ egal. Ich bin so gespannt. Welcher Platz wird sein? Ich hoffe ja, es ist der erste. Rundenturnier beendet. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und Spannung. Red Deer hat noch nicht gespielt, wir sind trotzdem Zweiter. Red Deer hat gegen Brandon noch nicht gespielt. Wann spielen die denn? Wann spielen sie? Ich möchte jetzt nicht auf Rundenturnier beendet klicken, denn dann simuliert der ja vor, bis es weitergeht. Aber will ich nicht. Will ich nicht. Die ersten 3 Spiele sind erledigt. Jetzt müssen wir warten. Ja. Und haben sie jetzt gespielt vielleicht? Erster! Läuft! Brandon hat tatsächlich gegen Red Deer gewonnen. Das ist ja geil. Brandon hat tatsächlich gegen Red Deer gewonnen. Das aber Brandon muss trotzdem aufgrund der Tordifferenz. Ach du Scheiße, die müssen trotzdem ins Viertelfinale, obwohl sie gegen den ersten gewonnen haben. Aber damit haben sie uns auf den ersten Platz befördert, denn sie haben die Tordifferenz von Red Deer verschlechtert. Und das bedeutet, wir kommen direkt ins Finale. Das heißt, das nächste Spiel ist das Finale. Das letzte Spiel in der CHL hoffentlich, denn dann werden wir hoffentlich nur noch NHL und AHL spielen. Das ist stark, das ist stark. Unglaubliche Vorstellung von Rainer Wahnsinn heute Abend. 6 Punkte in einem 6-2-Schlagabtausch. Hashtag Punktefieber. Vielen Dank, vielen Dank. Für das Lob. So, und dann gucken wir jetzt mal. Wir haben es noch nicht geschafft. Okay, wir haben es fast geschafft. Aber wir müssen noch die Brandon Wheat Kings schlagen, um ins Finale des Memorial Cups einzuziehen. Was? Laber kein Müll. Warum? Ist das jetzt nicht das Finale? Um ins Finale. Was blubberst du? Das muss doch das Finale sein. Wir sind doch Erster. Warum? Warum ist die Banane krumm? Ja, offensichtlich ist das nicht das Finalspiel. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen, auf jeden Fall wäre es praktisch, das zu gewinnen. Denn egal, ob es das Finalspiel ist oder nicht, wenn wir es gewinnen, ziehen wir ins Finale ein. Falls es nicht das Finalspiel ist, falls es ist, gewinnen wir dann. Also ein Sieg ist noch mehr Pflicht als gegen die Ruinerender Huskies gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Be a Pro und mit dem Final-Nicht-Finalspiel.